Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Ventures. So, dann machen wir mal weiter. Ich habe eine ziemliche Langeweile gebraucht, um das zu machen. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich will diese Regeln loswerden. Habe ich auch geschafft, aber ich muss sagen, das war nicht ganz so einfach. Das hat nämlich ein bisschen gedauert. Also das heißt, es war schon einfach, nur ich musste ganz schön oft resetten. Also ich habe nicht mitgezählt, aber 30 Mal war es bestimmt. Aber ich bin dadurch jetzt diese zwei doofen Regeln in dieser Gegend losgeworden. Und das wird mir das Leben ab jetzt deutlich einfacher machen hier in Dollet, wenn ich Karten spielen will. So. Genau. Auf dem Weg zwischen Timber und Dollet bin ich ja öfter hin und her gelaufen. Und die Zeit habe ich genutzt, um auch ein paar Gegner Platz zu machen. Und dadurch hat Diabolos... Ja, Zeitwandler und Zustandswandler endlich gelernt. Das macht mir das Leben natürlich etwas leichter, vor allem weil ich jetzt endlich Stein einfach herstellen kann. Das macht das Leben deutlich einfacher. Zustandswandler, genau. Goldene Nadel, Stein. Na, endlich. Aus einer einzigen entstehen dreimal Stein. Von daher ist das schon mal ganz nett. Dann würde ich mal sagen... so geht das. Okay. Wir benutzen... Nein. So. Genau. Hä, warte mal. Hab ich jetzt auf... Oh, ich habe viel zu viele benutzt. Ups. Das war eigentlich nicht der Plan. Na egal, machen wir es so. Das kriegen wir schon hin. Blende, Schweigen kann ich auch herstellen. Was noch? Bio? Oh, Bio ist ein sehr mächtiger Zauber, der Giftschaden anrichtet. Also das Giftelement benutzt. Und... Oder ist es ein Element? Ich bin gar nicht sicher. Safi hat schon ganz viel Bio? Wusste ich gar nicht. Woher das? Das ist irgendein Item wahrscheinlich. Naja, jedenfalls ist der Zauber ziemlich, ziemlich gut. Oh, bitte nicht wundern, falls meine Stimme ein bisschen doof klingt. Ich bin erst noch nicht lange wach und zweitens, die Allergie macht mich derzeit wieder fertig und ich muss mir erst wieder Tabletten besorgen. Oh, entschuldigt. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen das Niesen. Also Bio ist wirklich eine lohnenswerte Investition. Macht vor allem auch gar nicht so schlecht Schaden. Och, geht das schon wieder los. So. Ja, aus Cockatrice-Federn kann man auch Stein machen. Konfu. Ich finde es witzig, dass es Konfu heißt und nicht Konfus. Ich meine, das eine S hätten sie ruhig noch nehmen können, oder? Ja, Konfus dürfte klar sein. Damit kann man den Gegner verwirren. Ich glaube, davon werde ich vielleicht später mal ein paar herstellen, denn aus Konfus, das macht schon Sinn. Vor allem, um das zu koppeln, damit man später geschützt davor ist. Weil das kann schon ziemlich nervig sein. Nein, es ist ziemlich nervig. Wenn man davon betroffen wird, hat man direkt ein Problem. Tobsucht können wir auch herstellen. Schön, schön. Und dann haben wir noch Zeitwandler. Gemach und Stopp kriege ich hier leider nur raus. Das ist leider nicht ganz so der Wahnsinn. Gemach ist halt das Gegenteil von Hast, ne? Macht irgendwie Sinn. Dadurch werden Gegner langsamer und greifen seltener an. Das kann ich hier und da mal gebrauchen. Von daher kann ich ja einfach mal so ein paar... aber mehr zum Benutzen als wirklich zum... also mehr zum Zaubern als zum Koppeln. Aus Dino-Knochen entsteht Beben. Warte mal, ist... Zeit- und Raumzauber. Raumzauber, ja, das macht Sinn. Okay. Beben ist auch ziemlich mächtig, hat halt das Erdelement. Kann sich also sehen lassen. Ich merke gerade, meine Stimme klingt wirklich furchtbar. So... Das dürfte reichen. Kann ich noch was? Und aus Zauberstein entsteht Hast. Und Hast ist natürlich bombastisch gut. Von daher gebe ich Selfie mal all die Dinge. Denn Selfie ist so meine, ja, meine Zauberin, ne? So habe ich sie mehr oder weniger klassifiziert. So, es hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Tut mir leid. Und ich kann es euch jetzt mal zeigen, was meine ganze Arbeit so gebracht hat. Open habt ihr ja schon gesehen, wurde hier verbreitet und dann musste ich tausendmal neu starten, immer wieder, bis hier endlich, ja, Random Hand und Element weg war. Die Tauschregeln sind leider wieder auf One runtergegangen, das geht halt mit der Zeit, auch wenn ich nicht gespielt habe, wirklich. Aber naja, kann man nichts machen. Die Gegend, in der ich trainiert habe, werde ich euch auch noch zeigen. Falls ich in dieser Folge schon mit Dollet fertig bin, zeige ich euch das in dieser Folge schon, ansonsten in der nächsten. Okay, das war gar kein so übler Zug, mein Freund.
Nee, die könnte ja platt machen. Machen wir es mal so. Bin ich beschützt. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht an die Karten da ran, ohne mich zu offensiv zu zeigen. Warte mal. Ah, die komme ich jetzt ran. Sehr gut. Ja. Ah, ist eigentlich egal, welche ich wähle, aber Cypher darf mal ran. Genau. Et voilà. Was hast du denn so Feines? Ich glaube, ich nehme Adamantal Mai. Ich glaube, hatte ich noch nicht. Ein sehr starkes Viech, das man auch öfter treffen wird im Spiel. Also nicht unbedingt, aber wenn man es trifft, das Viech hat eine unheimliche Verteidigungskraft. Ja, ist aber auch gar nicht so verkehrt. Ich habe auch ein paar Karten gemacht durch die Gegner in der Gegend. Da werde ich auch später nochmal gucken, was ich so mit Kartenwandler mittlerweile wieder basteln kann. Aber jetzt gehen wir doch erstmal endlich in Dollet ein bisschen weiter. Ich meine, die Gegend kannten wir ja noch nicht von Dollet. Die hier jedoch schon, oder? Ja, die kennen wir schon. Na? Komisch. Wir wollten uns doch wie immer hier treffen. Was macht mein Schätzchen? Ha. Das Problem kenne ich, mein Freund. Schweigen, okay. Sowas immer zu Selfie. 15 Mal gezogen. Hilfe. Das ist viel. Ob die Galbadianer irgendwann wieder einmarschieren werden? Es ist gut möglich. Sie geben sich bestimmt nicht nur mit dem Sendeturm zufrieden. Ja, wollen wir mal hoffen, dass sie das tun, oder? Also, dass sie sich mit dem Sendeturm zufrieden geben. Halt. Nur Angehörige der Galbadier-Truppen haben hier Zutritt. Toll. Super. Und da sehen wir mal einen Dollet-Soldaten. Das sind die, von denen wir nie so viel was mitgekriegt haben, weil die alle sofort überrannt wurden. Ich glaube, dort kann ich nicht rein in den Laden, also gehen wir nach links unten weiter. Und die Gegend kennen wir ja auch schon ein bisschen. Na, schöne Frau. Das Auto ist so cool. Mein Freund soll mir so einen kaufen. Frauen. Gefällt dir mein Wagen? Ich habe den neulich gekauft. Ja, ist schick. Und hier haben wir sowohl einen normalen Shop als auch einen Junk-Shop. Das steht halt für die Waffenshops. Schauen wir doch mal. Zelt habe ich eh noch so viele. Megapillen. Machen wir ruhig mal auf 15. Eine schöne gerade Zahl. Also nicht gerade, aber ihr wisst schon, was ich meine. Bisschen hübscher. Goldene Nadeln. Ja, falls ich später noch mehr Steine brauche und generell, um mich vor solchen Dingern mit Items auch heilen zu können, möchte ich immer ein paar auf Lager haben. Nur für den absoluten Notfall, aber man weiß halt nie. Auch sowas Simples wie Gegengift. Und Phönixfedern habe ich wohl mehr als genug. Mit 41 Stück erstmal. Könnte durchs Spiel reichen. Könnte. Ich bin nicht sicher. So, Junk Shop ist erstmal nicht so wichtig. Theoretisch könnte ich jetzt ja Karten spielen wie bekloppt, aber erstmal noch nicht. Na? Er ist aber spät dran. Unser Stammlokal ist pleite gegangen. Ich habe ihm ja gesagt, dass wir uns deswegen vor der Kneipe treffen wollen. Oh. Mein Schatz ist immer ein bisschen zu chaotisch und vorschnell. Aber gerade das liebe ich an ihm. Hihi. Ach, ihr beiden seid zwar ziemlich süß, aber, Mann. Squaw, ich finde, wir sollten da aushelfen, falls das geht. Na, Barkeeper, alles gut hier? Mit dem können wir wohl nicht reden. Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du denn da? Du bist doch schon seit heute früh hier. Wirklich? Ihr seid komisch. Das ist halt so. Was meinst du mit das? Ich meine, es ist doch besser, wenn wir alle in Frieden leben. Ja, klar. Hast du vollkommen recht. So, links ist die Card Queen. Reden wir doch mal mit ihr. Ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nur? Oh. Ist er nicht etwas zu jung? Naja, auch egal. Hey du, sag, wie sehe ich aus? Verführerisch. Nicht wahr? Puh, sollte ich es...
Vielleicht auch mal bei Älteren versuchen? Bist du überhaupt die Card Queen? Nein, ich glaube, du bist doch nicht die Card Queen. Entschuldigt, Leute. Ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Aber sah die nicht genauso aus? Oder ähnlich? Ich dachte schon. Sieht doch oben... Ah, ups. Ja, ich habe mich doch etwas vertan. Entschuldigt, Leute. Übrigens seht ihr diesen Speicherpunkt nur, wenn ihr mit Siren die Windschirmroute habt. Sonst würdet ihr die gar nicht sehen können. Was auch praktisch ist, denn hier, ne? Direkt bei der Card Queen ein bisschen Karten spielen macht schon Sinn. Erstens, sie hat coole, eine Menge gute Karten, die man gut verwandeln kann und so, die man haben will. Aber nicht nur sie. Hier liegt übrigens eine... Nein. Wollen wir? Was denn? Wenn ich das wüsste. Das ist creepy, Mann. Ah, jetzt. Eine alte Timbermanix gefunden. Gelesen. Ja. Geht doch. Wollen wir? Klar. Willst du das wirklich? Ja, doch. Karten spielen. Ja. Ich glaube, der Kerl ist ein bisschen süchtig oder so. Genau. Ah, Tauschregel ist doch Diff. Dann habe ich ja Glück gehabt. Möge sich diese Regeln schön verbreiten. So. Er hat nämlich eine ganz spezielle Karte. Ah, die er natürlich jetzt nicht spielt, weil er ein Arsch ist. Er hat nur sehr generell nur sehr doofe Karten gespielt, merke ich gerade. Naja, kann man nicht ändern. So, ab jetzt habe ich schon gewonnen, aber wollen wir doch mal möglichst viele Karten abluchsen. So. Oh nein, das war völlig falsch. Das war gar nicht so beabsichtigt. Fuck. Mist, er hat viel mehr rausholen können. Ich dachte, der hat mehr Stärke auf der Seite. Fuck. Egal. Aber ich kann zwei Karten auswählen. Das ist auch schon mal was. So, wen nehme ich? Euch beide mal. So. Aber seht ihr, mit der Difference-Regel kriegt man auf jeden Fall schon mal einige Karten mehr. Wenn man besser spielen würde, noch mehr. Haha, du bist nicht schlecht. Komm in mein Privatzimmer, folge mir einfach. Okay, jetzt wird's extra creepy, Leute. Was hat er mit uns vor? Sein Privatzimmer? Oh Gott. What the fuck? Hier ist nichts Besonderes. Du bist der Zweite, der als Gewinner hierher kommt. Der Erste war... lassen wir es. Der Gewinner bekommt alles. Das war das höchste Gebot bei den Kartenspielern. Dem werde ich auch Folge leisten. Nimm bitte alle meine Karten, auch wenn sie etwas veraltet sind. Heulechsenkarte mal 5. Purpur, Maus mal 4. Bühl mal 3. Heckenschlangen mal 2. Kaktor mal 1. Ach ja, sag dem Alten bitte nicht, dass du der Zweite bist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass er traurig wird. Oh, das war süß von dir. Da liegt ein stark verdrecktes Buch. Lesen wir das doch mal. Ich traf sie zum ersten Mal, als das Klima etwas wärmer wurde. Ich habe das erste Mal verloren. Der Sommer ist nun vergangen. Sie hat mich schon wieder besiegt. Warum schafft sie das? Die Blätter färben sich rot. Ich kann sie immer noch nicht schlagen. Wie oft muss ich noch verlieren? Als es zum ersten Mal geschneit hat, habe ich ihr einen Antrag gemacht, ohne einmal gewonnen zu haben. Ich habe es mir nie vorgestellt, dass ich sie einmal heiraten würde. Im Haus wird sie das Sagen haben. Das klingt nach einem Tagebuch, hä? Eine kleine Notiz. Ich hörte, dass man aus Heckenschlangen einen grandiosen Wein herstellen kann. Als ich mit meinen Freunden eine fangen wollte, wurden wir fast getötet. Wir haben sie danach zubereitet. Es schmeckt besser, als wir dachten. Aber die Farbe des Getränkes ist etwas unappetitlich und die Jagd sehr mühselig. Ihr habt Sorgen. So, denn... Dieser Stapel, habt ihr gerade gemerkt... Eben wurde noch gesagt, hier ist nichts. Ihr könnt den öfter untersuchen. Gegengriff, Pausen. Aha. Gutschein für die Kneipe Afrora, gültig bis vor 5 Jahren. Na toll. Muttertag-Massage-Gutschein, das Datum ist nun vor einem Jahr. Und eine Potion. Das Ding ist, bis zu maximal 3 Items könnt ihr rausziehen und dann müsst ihr wieder raus und wieder rein. Aber das könnt ihr theoretisch, glaube ich, ewig weitermachen. Vor allem gibt es ein spezielles Item, das ich will. Und zwar genau das, Okkult Fan 2. Das ist eine Zeitschrift. Lesen wir doch mal.
Die Fotos. Ein Flugzeug, ein Monster, ein UFO. Das Foto links wurde südlich von Estar geschossen. In der Mitte ist deutlich ein UFO abgebildet. Es ist kein Monster oder Flugobjekt, das uns bekannt ist. Vielleicht eine Estar-Geheimwaffe? Einwohner berichten, dass dieses Objekt auftauchte, wenn Morbols eine hohe Geburtsrate aufweisen. Okay. Wer weiß, was es damit auf sich hat? Wer weiß? Wie viele Sonderkarten hast du denn bis jetzt bekommen? Ich hatte auch mal welche, hab sie aber vor 5 Jahren verloren. Okay. Du willst zocken? Na klar. Weil der Junge hat immer noch eine Karte, die ich haben will. Ja, Siren. Er hat Siren. Und ihr seht schon, Siren ist gar nicht so schlecht. So, kann ich dich schlagen? Ja. Jetzt holt er sich wahrscheinlich Xel. Ja, weil er nicht doof ist. Egal, das kriegen wir schon hin. Naja, es war vielleicht ein bisschen hohl, egal. Dann holen wir uns die mal zurück. Ah, cleverer junger Mann, cleverer Mann. Er sorgt dafür, dass er möglichst klein gewinnt. Das ist gar nicht dumm. Egal, ich muss dich hier von unten nehmen, weil von oben würdest du es wieder ändern. Genau. Et voilà. Siren natürlich. Ja, wir können 4 Karten auswählen, also, ne? Wild Hook, Sunshi, Vice Keeper hatte ich noch nicht, echt? Wow. Und damit haben wir endlich die Siren-Karte, sehr gut. Aber ihr merkt schon, man macht hier Karten wie bekloppt. Sehr schnell vor allem. So, danke, dafür war ich hier. Und damit haben wir wieder eine der einzigartigen Karten bekommen, Siren. Ach, entschuldigt, mein Hals. Entweder werde ich gerade erkältet oder die Allergie ist doch heftiger, als ich gedacht habe. Na, alter Mann? Du bist unglaublich. Ich habe nicht mehr gespielt, seit ich das eine Spiel verloren habe. Fordere mich also bitte nicht heraus. Okay. Dann nicht. Ich bin die Card Queen. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie von mir wissen? Über deinen Vater. Mein Vater ist Zeichner in dieser Stadt. Er zeichnet heute noch Sonderkarten. Die Mogi-Kid-Karte habe ich meinem Sohn gegeben. Ah, so. Ja, sie erzählt wichtige Sachen. Von ihrem Sohn kriegen wir die Mogi-Kid-Karte zurück. Daraus hat mein Vater die Kiros-Karte gemacht. Sie müsste irgendwo in Deling City sein. Seht ihr, da haben wir ein paar Infos bekommen. In Deling City kriegen wir irgendwo die Kiros-Karte. Kiros kennen wir ja aus dem Szenario mit Laguna. Laguna, Kiros und Walt. Und wir wissen jetzt, in Deling City ist die. Wenn ich eine Secreto-Karte hätte, könnte mein Vater daraus eine neue Sonderkarte machen. Ah, seht ihr? Da versteht ihr das Prinzip. Daraus, man kriegt die Karten zurück von wem anders, aber es entsteht dadurch auch eine neue. Deswegen, Secreto-Karte, die kriegen wir bald. Noch nicht zuvor, das dauert noch ein Stückchen. So. Jetzt können wir vom Sohn, die Mini-Mog-Karte zurückgewinnen. Oder Mogi-Kid, genau. Wie steht's denn um die Tauschregeln? Kommt aus dem Galbadia-Sektor. Hier findet ein reger Tausch statt. Zurzeit mögen die Kartenspieler keine riskanten Tauschregeln. Langsam aber sicher setzt sich die Tauschregel One durch. Oh oh. Von daher sollten wir jetzt... Ich werde die Zeit auf jeden Fall nutzen, zwischen dieser und der nächsten Folge, und sehr viele Karten spielen. Möglichst, damit sich Diff über die ganze Welt verteilt. Das... Jedes Mal, wenn Diff auftaucht, muss ich spielen, ganz oft. Circa 1 Dutzend Mal muss man hier in Dolich spielen, dann sollte es sich relativ fix verteilen. So, ihr merkt, ich habe schon wieder sehr viele Seiten. Ich muss mal wieder ein paar verwandeln, aber sie hat ja auch nette Karten. Machen wir es doch mal anders mit Siren, warum nicht? Statt Ifrit? Okay. Egal. Offensive. Wurscht. Du Idiot. Mal gucken, er kriegt beide zurück, oder? Nur eine. Na, das geht ja. Ja, und die andere kriegt er nicht mehr zurück. Von daher, tada.
Easy peasy. So, Prinula. Abisswurm. Grand Hallo. Und Belhell Melhell. Klingt immer noch komisch. Aber ich finde es toll, dass man hier echt jetzt sehr, sehr viele Karten sich besorgen kann. Deswegen werde ich, wie gesagt, zwischen dieser und der nächsten Folge einige Runden Triple Triad spielen. Muss ich euch ja nicht zeigen. Ich werde einfach so viele Karten... Die besonderen Karten zeige ich euch ja immer. Nur hier werde ich einige Standardkarten sammeln. Und dann gehen wir nächstes Mal mit dem Kartenmandler einmal durch. Und schauen, was wir alles so rausholen. Mir geht es halt vor allem darum, dass sich die Diff-Regel ein bisschen durchsetzt. Und das One ein bisschen vom Platz gestoßen wird. So, einen Screen unterhalb des Pubs müsste dann der Sohn irgendwo sein. Ich glaube, das ist... Ist das der Sohn? Huh. Hey, bleibst du hier? Freundchen. Ja. Was? Ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Warum schmierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss, aus, finito. Ich brauche Abwechslung. Ich gehe zum Strand. Na dann. Das ist also der alte Maler. Das nächste Mal werde ich dich jetzt am Hals kitzeln. Verstanden? Eine wirklich barbarische Strafe. Er hat wirklich einen weißen Knochen ins Bild gemalt. Wie süß. Ist schon wieder witzig. Ein weißer Knochen. Dieses Motiv kenne ich. Woher? Ich hasse normale Bilder. Der weiße Knochen ist Kunst. Meine Originalität. Ein Künstler braucht schöpferische Ideen. Das meinte doch mein Opa. Oh. Cleverer Junge. Willst du Karten spielen? Ja. Und ob ich das will? Und hol ja deine beste Karte raus. Um die geht's mir ja, mein Freund. Gott, jetzt sammelt man aber auch Karten hier. Na, also, da ist Morikid wieder. Seht ihr, sie war nicht lange weg. Mal gucken, ist er ein guter Kartenspieler? Oh, wenn er so lange nachdenkt, ist er ein besserer Kartenspieler. Meistens. Meistens ist das wirklich so. So, Offense und so. Na komm. Ah, ich hasse das, wenn er so lange braucht. Ja, war klar. Nee, er hat eine 7 nach rechts, das ist doof. Ich glaube, ich muss manchmal ein bisschen verteidigen hier in der Ecke. Ich weiß, was mir gerade einfällt. Ach Mist, jetzt komme ich an die nicht mehr ran. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Die kriegt er aber nicht mehr zurück, die Heckenschlange. Das ist schon mal was. Und, naja, das war's. Okay. Naja, er hat sich klein gehalten, ne? Morikids und... Nehmen wir ruhig die Bomberkarte, die hatte ich noch nicht. Aber seht ihr, da haben wir Morikid endlich zurück. Ich finde das Prinzip ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt. So. So, kleiner Mann. Ein weißer Knochen. Woher kennst du denn dieses Motiv? Ist das eine Anspielung auf irgendeinen berühmten Künstler oder so? Kann ja sein, ne? Hier war doch mein Hund. Wo ist er geblieben? What the? Okay. Ja, der Hund war vorhin noch hier. Also ich weiß, dass damals der Hund dort stand in der Gegend, ne, auf dem Bild. Das macht schon Sinn, aber ansonsten sagt mir das Motiv jetzt nicht so direkt vom Aussehen her. Ah, und wir wurden mal nicht downgerankt. Sehr gut. Hi, meinst du nicht, dass die Stadt sauber geworden ist? Allerdings. Du weißt die Arbeit eines Profis zu schätzen. Na klar. Wo bist du? Hier. Wo bist... Huh? Mensch, Alter, stör mich nicht. Alter? Ja, gewöhn dich dran. Du bist ein großer, junger Mann. Langsam nennen dich Leute auch Alter. Und junge Kinder werden langsam respektlos. Daher muss man sich leider gewöhnen. so... Also, jetzt gibt's eigentlich nicht mehr viel, was ich euch zeigen möchte. Die Sachen, die jetzt noch nämlich interessant sind, sind Dinge, wie soll ich es erklären? Sachen außerhalb von Dollets, wo ich gelevelt habe, wo es sich lohnt vor allem. Mein Enkel kritzelt immer irgendwas rein, wenn ich ein Bild fast fertig gemalt habe. Aha. Ob er mich nicht mag?
Das glaube ich nicht. Warum gehst du an den Strand direkt neben einer dieser sauhübschen jungen Damen? Ich glaube, du nervst sie auch. Er zeichnet bestimmt das geheime Versteck für den Hund hinein. Das würde Sinn machen. Okay, untersuchen wir das doch mal. Komm schon. Ja, also sehr viel mehr können wir jetzt hier gar nicht machen, glaube ich, erstmal. Nee. Von daher könnte ich jetzt zum Galbadia Garden mich aufmachen, aber wie gesagt, ich möchte erstmal einige Runden Karten spielen. Und möchte dann euch noch in der nächsten Folge auf jeden Fall auf dem Weg zum Galbadia Garden zeigen, was man denn so zum Level in der Gegend hat. Gibt's ein paar sehr schicke Stellen mit einigen netten Monstern. Ah, sie haben sich endlich gefunden. Hast du lange gewartet, Schätzchen? Nein, überhaupt nicht, mein Schatz. Oh Gott. Oh, seid ihr eklig. Ihr seid furchtbar. Schauen wir doch mal, ob wir den Hund finden. Warum nicht? Ob diese Quest jetzt überhaupt schon machbar ist? Diese Mini-Quest. Davon gibt es immer so ein paar hier im Spiel. Die sind nicht wirklich von Bedeutung, aber meistens werfen sie gerne mal Items ab. Deswegen wird Aufwand gerne mal belohnt. Der Knochen war doch irgendwo hier, ne? Ja. War hier oben? Nee, der war weiter unten. Ich drück die ganze Zeit, aber ich glaube, noch hat diese Quest derzeit keine Bedeutung für mich. Okay, schade. So, ihr merkt schon, meine Stimme ist ziemlich am Arsch und mich nervt diese Allergie gerade hardcore. Und von daher war diese Folge gerade schon ein bisschen für mich Quälerei, aber passt schon. Von daher würde ich mal sagen, an dieser Stelle, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Genau. Außerhalb von Dolle dann, nachdem ich einige Runden Karten gespielt habe, zeige euch die Levelplätze. Und dann geht's auf zum Galbadia Garden mit der Story weiter. Von daher, mein Name ist Alex, ich kam, ich sah, ich spielte.